Hallo zusammen. Ich hatte im letzten Video gezeigt, dass ich in meinem Portemonnaie übrigens von der Firma Wild Things Only super Portemonnaie mit Reißverschluss, ich habe den schon mal aufgemacht, immer ein Cardsharp mit mir trage, also ein Falt- oder Kreditkartenfaltmesser. Und unter anderem eine Swisscard Lite von Victorinox. Ja, kommen wir zur Funktion 1. Also es hat die gleichen Abmaße wie eine Kreditkarte, allerdings wesentlich dicker. Die Kreditkarte hat die Abmaße von 0,82 und die Swisscard Lite hat die Abmaße von 4,47, also leicht drüber. Funktion 1 dieser Swisscard ist eine Lupe. Funktion 2 wäre hier ein Lineal. Das hat 8 cm Länge etwa. Funktion Nummer 2, das ist ein Kugelschreiber. Ich weiß nicht, wie man den ersetzen soll. Wahrscheinlich muss man den nachbestellen bei Victorinox. Funktion Nummer 3, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Das ist eine Stecknadel. Ganz normale Stecknadel. Ich denke mal, die ist sowohl für den Notfall gemacht oder. Jetzt habe ich die ein bisschen mit Gewalt verbogen. Die biegt sich wieder, lässt sich wieder gerade biegen. Was nass wird, wird trocken. Was krumm wird, wird auch wieder gerade. Dann haben wir hier eine ganz normale Pinzette, wie Victorinox die bei vielen Messern beitut. Lupe hatte ich gezeigt. Jetzt kommen wir hier zu etwas. Das sind 4 Schraubenzieher. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher, ein ganz kleiner, oder wie man den im Englischen nennt, ein Phillips Screwdriver, ein kleiner, ein etwas größerer. So, man kann das mal sehen. Und ein ganz normaler, dicker, oder hier 2 ganz normale Schraubenzieher. Rein. Dann kommen wir zu einer recht ulkigen Funktion. Das ist eine Taschenlampe. Wenn man sich fragt, wie kriege ich denn davon die Batterie gewechselt, das ist ganz einfach. Hier nach da geht das Licht an, geht aus, dann drückt man es nach hinten, ganz nach hinten, dann kann man diese Batterie auswechseln. Sieht man? Sieht man. Dann gehen wir weiter, hier rum. So eine ganz normale Schere, eine kleine. Sagen so, wie Frauen, die manchmal eine Handtasche haben, um ihre Sachen zu nähen oder gucken, ob man das so sehen kann. Die ist gar nicht mal unscharf. Kleine Klinge. Ja, ich hatte das in einem anderen Video schon mal gezeigt. Dass solche Klingen oder solche
so ein Papier, nicht immer unbedingt dafür geeignet ist, irgendwelche Schneidetests vorzuführen. Deshalb mache ich das mal hier auf dem Cuttingboard. Ja, das ist ein ganz normaler A4 Briefumschlag. Ich kann das aber auch mal hier zeigen, auf einem A4 Briefpapier. Da kommt Futterpapier. Ja, das war's schon. Ich habe dieses Riskart Live schon etwas mehr als 2 Jahre in Betrieb. Das war ein Weihnachtsgeschenk. Ist nicht schlecht. Ist aber halt auch wieder so ein Gadget für Büromenschen. Früher hätte ich dazu gesagt, das wäre so ein Gentleman's Tool. Nun gut, zusammen mit meinem Kartschabel lasse ich die hier so liegen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage erstmal Tschüss aus meinem Cuttingboard-Studio. Tschüss, macht's gut.